Seit dem 20.10.2023 wurde das Benno-Haus mit einer neuen außergewöhnlichen Ausstellung bestückt. Laura Thiel von der Beratungsstelle Südviertel e.V. hat bei Sekt und gemütlichem Ambiente zu ihrer Ausstellung geladen, um ihr Patenprojekt Rückenwind vorzustellen. Bei dem Projekt geht es um ehrenamtliche Patenschaften mit Kindern aus Familien, die Unterstützung benötigen. Die Paten verbringen einmal in der Woche Zeit mit den Kindern und zeigen ihnen, was es heißt, eine stabile Beziehung zu führen, um sie so im gesunden Aufwachsen zu begleiten. Die Ausstellung soll zeigen, was es heißt, Patin zu sein und welche Menschen sich dahinter verbergen. Laura erklärt, wie es zu dem Projekt kam. Ich habe das Patenprojekt 2019 in der Beratungsstelle gegründet. Die Idee war, Familien, die in der Beratungsstelle in verschiedenen Bezügen Unterstützung benötigen, noch weiter zu unterstützen. Und da ist die Idee des Patenprojekts entstanden. Und meine Aufgabe ist es, neue Ehrenamtliche zu finden, Leute zu akquirieren, die Lust und Zeit haben, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Meine Aufgabe ist es, Familien kennenzulernen, herauszufinden, was sind das für Menschen, was sind das für Kinder, welche Interessen haben die, welche Hobbys, welche Themen sind da einfach aktuell. Und dann habe ich die besondere Aufgabe, wie ich finde, diese Konstellationen zusammen zu matchen. Also das heißt, ein Patenkind und einen Paten oder eine Patin zusammenzubringen und zu begleiten. Die Ausstellung ist durch die verschiedenen Porträts der PatInnen sehr eindrücklich und gibt den Zuschauern sofort ein nahes und vertrauliches Gefühl. Was soll die Ausstellung bewirken und welches Konzept steckt dahinter? Mir war es wichtig, diese unterschiedlichen Facetten der Paten und Patinnen sichtbar zu machen. Deswegen haben wir hier auch drei Bilder. Immer ein etwas neutraleres, eins, was so ein bisschen alberner rüberkommt und eins, wo einfach herzhaft gelacht wird. Und ich finde, da kann man sehen, wie vielfältig diese Ehrenamtlichen sind und kriegt vielleicht als Außenstehende ein Bild davon, wie so die Zeit mit dieser Patin oder diesem Paten wohl so sein wird. Neben den bunten Porträts sticht ein dreidimensionales Kunstwerk ganz besonders ins Auge. Was hat es damit auf sich und wie ist es entstanden? Also die Rückenwindmaschine, die ist von einem Paten und einem Patenkind gebaut worden. Die haben sich überlegt, okay, wie können wir die Leute, die diese Ausstellung sehen, auch irgendwie fordern, wie können die mitmachen. Und die Idee dahinter ist, dadurch, dass man diesen Ventilator, der dahinter steht, betätigt und diese Playmobil-Männchen, die diese Fäden in der Hand haben oder dieses Transparentpapier in der Hand haben, wenn das sich bewegt, dann haben die Zuschauer und Zuschauerinnen das Potenzial, bei Rückenwind einzusteigen. Die Fähnchen, die Playmobil-Männchen in der Hand haben, die stehen symbolisch für unser Logo, also dieses Kind mit dem Drachen als Rückenwind-Symbol. Abseits der Organisation und Planung, die hinter dem Projekt steckt, geht es jedoch um die Kinder und die Emotionen, die dadurch bei ihnen ausgelöst werden. Was war die schönste Geschichte oder Anekdote, die durch das Projekt entstanden ist? Tatsächlich hat mich eins besonders berührt, da hat ein Pate, der seit 2 Jahren sein Patenkind, der Junge ist 10 Jahre alt, begleitet. Das Patenkind hat gesagt, nachdem wir Fußball gespielt haben, eine Stunde auf dem Feld, sich hingesetzt auf eine Bank und gesagt, ich möchte jetzt nichts mehr unternehmen, weil dann geht die Zeit mit dir nicht so schnell rum. Und da merke ich jetzt noch, kriege ich Gänsehaut, weil da habe ich gedacht, wie schön. Was für ein schöner Ausdruck, was für ein schönes Kompliment, die Zeit ein bisschen einfrieren zu wollen, weil es so eine besondere Zeit ist. Herzerwärmende Geschichten wie diese gibt es nur zu häufig in diesem Projekt. Doch wie kann man selber Patin werden, um solche Erfahrungen zu machen und was sollte man dafür mitbringen? Man muss Spaß mitbringen, man muss Zeit mitbringen und die Bereitschaft, längerfristig da sein zu wollen. Wir sagen ganz bewusst, es braucht keine pädagogische Vorkenntnis, es braucht keine Kenntnis überhaupt im Umgang mit Kindern, sondern man muss vor allem Lust darauf haben. Ich habe die Ehrenamtlichen, die Paten und Patinnen auch gefragt, was braucht man denn eigentlich? Und die allermeisten sagen Zeit, Geduld und Spaß an der Sache und dann läuft das von alleine. Abschließend kann man sagen, dass Laura Thiel mit ihrem Patenprojekt Rückenwind eine wirklich sinnvolle Arbeit mit Substanz und Langzeitwirkung auf die Beine gestellt hat, die beide Seiten glücklich macht. Natürlich kann man ein solches Projekt voranbringen und mehr Reichweite gewinnen. Was wünscht sich Laura in Zukunft für ihr Projekt? Was ich mir wünschen würde tatsächlich, und das ist ein Grund, warum wir das hier machen, einmal um eben auch wertzuschätzen, die Zeit, die die PatInnen und Kinder miteinander verbringen, dieses Engagement wertzuschätzen, ein großes Dankeschön zu sagen und aber auch natürlich neue Leute zu gewinnen.
wir würden uns wünschen, dass es noch mehr Ehrenamtliche gibt, die eine Patenschaft übernehmen. Wie gesagt, die Liste der Kinder, die warten, ist lang. Und es ist so wertvoll. Und das hoffe ich, dass das auch hier rüberkommt. Die Wirkung des Projekts, die Wirkung dieser Menschen, die sich engagieren. Und da bin ich sehr froh, dass wir die haben und wünsche mir noch mehr solcher Leute.